Die Präsidentschaft des Donald Trump beginnt mit Protesten. In vielen Städten Amerikas und Teilen der Welt gehen Menschen am Samstag auf die Straße. Allein in der Hauptstadt Washington protestieren mehrere hunderttausend beim Women's March gegen Diskriminierung. Wir sind alle, jeder einzelne von uns, unter Beschuss. Unsere Sicherheit und Freiheit sind auf der Schlachtbank. Wir sind die Einzigen, die einander beschützen können. I, Donald John Trump, do solemnly swear that I will faithfully execute, that I will faithfully execute the office of President of the United States. The office of President of the United States. Am Tag zuvor hatte Trump den Amtseid abgelegt, hatte eine fast schon nationalistische Rede gehalten. Von diesem Tag an heißt es Amerika zuerst. America first. Und eine pompöse Parade abgenommen. Eine große Show, wie sie amerikanischer kaum sein könnte. Unterdessen rätselt die ganze Welt, was sie unter dem Präsidenten Trump erwartet. Eines wurde schon in den ersten Stunden klar: seinen Dauerstreit mit den Medien wird er wohl nicht beilegen. Bei einer Rede im CIA-Hauptquartier beschwerte er sich, die Medien hätten bei seiner Antrittsrede den Zuschauerandrang falsch dargestellt. Ich habe den Fernseher angemacht und die zeigen einen leeren Platz. Ich dachte, Moment, ich habe eine Rede gehalten, ich habe geguckt. Das sah aus wie 1,5 Millionen Menschen. Fakt ist allerdings, dass zu Trumps Amtseinführung wesentlich weniger Menschen kamen als zu der Obamas 2009. Die Politik seines Vorgängers begann Trump bereits in den ersten Stunden seiner Präsidentschaft zu demontieren. Symbolträchtig unterschrieb er eine Anordnung gegen Obamacare, die von Trump kritisierte Krankenversicherung. Einen Ersatz für die Versicherung gibt es bislang aber noch nicht. And now the end is near. Das Ende ist nah, singt Frank Sinatra auf einem der Bälle am Abend der Amtseinführung. Für manche mag das zynisch klingen, Trump aber liebt das Lied. Vielleicht ist es auch ein Hinweis auf die Politik, die er verfolgen wird. Trump macht, was Trump will. Trump und die Folgen. Elisabeth Wehling ist bei uns auf Heimaturlaub, normal in den USA aktiv. Schönen guten Morgen, Elisabeth. Hallo. Du bist Sprach- und Kognitionsforscherin an der Elite-Uni in Berkeley. Du bist quasi dafür zuständig, was Worte auch in unserem Hirn auslösen, um das mal so ganz laienhaft auszudrücken. Ja. Jetzt haben wir diese große Diskussion, wie viele Besucher waren jetzt wirklich da bei der Inauguration? Also ganz viele. Es gibt ja sogenannte alternative Fakten jetzt. Ja. Haben wir gestern gehört. Ja, was wieder ein neues Wort, eine großartige Schöpfung. Aber was ist das, was da... Was geht da ab? Na, also Trump, ich mach mal so, die Marke Trump hat immer schon mit Größe zu tun gehabt. Der hat ja nicht von ungefähr den Trump Tower, ne? Das muss das größte Gebäude sein. Dann hatten wir die große Debatte über die Größe seiner Hände im Wahlkampf. Also Größe ist für Trump ein Zeichen von Erfolg. Und übrigens im ganz alltäglichen Sprachgebrauch nutzen wir auch immer Größe, um Wichtigkeit zu beschreiben. Wir sagen, das ist eine große Angelegenheit oder ach, das ist eine kleine Sache, da kannst du drüber weggehen. Das heißt, das ist schon, Größe ist schon ein wichtiges Symbol in unserer Kultur und auch in unserer Sprache. Und er will natürlich die größten Crowds. Und er hatte weder bei der Zuschaltung für die Inauguration noch auf den Straßen hatte er eben diese großen Crowds, sondern sie waren bei Obama größer. Und weil ihm das so sehr nicht passt, schickt er dann seinen Pressesprecher raus und präsentiert alternative Fakten. Aber alternative Fakten, allein dieses Wort, ne? Ja, klar. Die Fakten Lüge zu umschreiben, ist schon strange, ja, oder? Ja, aber das ist die Kommunikation, die wir bisher auch in der Kampagne gesehen haben und die auch, da müssen wir uns jetzt drauf einstellen, das wird sich auch nicht ändern. Ja. Das ist richtig harter Spin. Also zum Beispiel gab es da ein Interview. Also Spin heißt, dass man die Leute auf Linie bringt. Ja, so richtig, ne? Gedreht. Ne? Du nimmst eine Situation und du drehst die völlig rum. Zum Beispiel gab es ein Interview über diese alternativen Fakten und da ist Conway, die Pressesprecher, also die Medienberaterin von Trump, ist dann rausgegangen und als der Journalist immer wieder darauf beharrt hat, dass das ja inhaltlich falsch sei, hat sofort umgedreht und hat angefangen davon zu reden, ja wisst ihr was, wir müssen mal unsere Beziehung mit der Presse überdenken, wenn ihr so über uns redet, und hat sozusagen angekündigt, eine Art von Trennung jetzt, Weißes Haus Presse. Und es rechnen auch übrigens in den USA alle damit, dass Trump noch mal eine eigene Art von Medienunternehmen auf irgendeine Art und Weise da sich etablieren wird für die Präsidentschaft.
Also der wird sozusagen seine eigene Spur ziehen, ja, in der eigenen Gegend und hat mit den anderen dann nichts mehr zu tun. Absolut. Jetzt hat er auch eine ganz eigene Wortwahl, die er immer wieder benutzt, auch in der Antrittsrede. Da ist oft von Gott die Rede. Ja. Auch so diese Kriegsrhetorik, wir kämpfen und jetzt ziehen wir alle irgendwie in die Schlacht. Was bedeutet das für die Präsidentschaft? Na, das eine ist, dass er jetzt vermehrt über Gott spricht. Das wird damit zu tun haben, dass er versucht, sich der fundamentalistischen christlichen Gruppe unter den Republikanern stärker anzunähern. Da wird es um politische Themen gehen wie Abtreibungsverbot, Todesstrafe und diese Geschichten. Dass man da ein paar Leute noch auf die Seite zieht. Genau, richtig. Und er bringt sozusagen, im Moment bringt er eine Story in die Öffentlichkeit, wo er sich als Christlicher darstellt und mehr über die Bibel und so weiter spricht, weil das einfach, da muss er eine bestimmte Programmatik abdecken und das bereitet er jetzt sprachlich vor. Diese Kriegsmetapher, das ist ja richtig hart. Da hat er gesprochen von der American Carnage. Carnage heißt Massensterben. Und wenn du mal guckst, was Synonyme sind für Carnage, Blutbad, Gemetzel, Holocaust. Also er macht da Denkrahmen auf über Sprache, die Amerika als jetzt neuerdings als das große Opfer der internationalen Community darstellen, wo sozusagen der Westen, auch Deutschland und Europa, nach Amerika gerade zu kommen und plündern. Neue Feindbilder, die das Land selbst innerlich zusammenschweißen ganz sollen. Genau. Und dann ist es ja immer wieder so, die Übersetzung, die auch so ein paar Feinheiten beinhaltet und auch viel falsch machen kann. Gerade ja, das Wort obsolet im Zusammenhang mit der NATO. Ja. Auch da gibt es Interpretationsschwierigkeiten auf dem Westen. Weil das Wort eigentlich auch was anderes bedeuten kann. Erklär uns auch. Also obsolet ist im Amerikanischen nicht ganz so kategorisch wie im Deutschen. Ne? Und, aber natürlich schon ein Stück weit. Das hat schon Strategie, dass er solche Worte auch Mund nimmt, die man so falsch verstehen kann, natürlich, weil er weiß, dass das vielleicht mal ein bisschen härter oder weniger hart rüberkommt. Wir hatten das gleiche Problem mit der Coalition of the Willing unter George W. Bush, die sogenannte Koalition der Willigen bei uns in Deutschland. Auf Amerikanisch ist das aber Koalition der Gewillten. Das heißt, da hatte man auch falsch übersetzt, einen Begriff aus dem Amerikanischen, und auf einmal wurde aus gewillt, ne, also starkes Vorhaben, wurde willig, was ja eigentlich bei uns eine ganz andere Konnotation hat. Ne? Und das passiert doch öfter. Also lieber einmal nachdenken, bevor man dann die Sätze gleich so bleischwer mit in die eigene Geschichte nimmt. Ja? Genau. Macht der Trump denn das alles bewusst oder ist das auch viel, was aus ihm herauskommt, weil er einfach von der Persönlichkeit so gestrickt ist? Oder hat der Berater, die sagen, muss man auf Donald diese Richtung marsch und jetzt brauchst du mal die und die Wörter und dann haben wir wieder ein paar mehr Leute, die mit uns ziehen. Ja, das ist schon eher Strategie. Also es ist Strategie, ihm diese Wörter zu geben. Er hat da auch richtig gute Berater. Man sieht auch, wie das Team sich inhaltlich immer aufstellt in der Kommunikation. Aber es funktioniert so gut, weil er es natürlich als Typ total gut verkörpert. Er ist ja wirklich, also das, was er dann in der Kommunikation macht, das steht ihm ins Gesicht geschrieben. Das ist in seiner ganzen Körperhaltung und so. Insofern, es funktioniert, aber jeder, der denkt, Trump redet da so ein bisschen ungeordnet vor sich hin, das ist ein Effekt der Marke, die sie ihm gegeben haben mit Strategie. Also sie hat eine Strategie, ihm eine Marke zu geben. Er macht alles so aus dem Hemdsärmel, ist ganz authentisch. Und diese Strategie hat so gut funktioniert, dass wir uns heute genau diese Frage stellen. Also Verwirrung und Desinformation sind jetzt sozusagen im Weißen Haus angekommen. Mit einer klaren Marschrichtung und mit dem Ziel, das auch weiter zu betreiben die nächsten 4 Jahre? Auf jeden Fall. Und was wir im Moment sehen, ist ein Abtesten, welche Medien spielen mit. Also zum Beispiel diese alternativen Fakten, über die wir eben kurz gesprochen hatten. Da wird jetzt genau geguckt im Trump-Team, welche Sender, welche Printmedien schlucken das und reden da eher positiv darüber und wer lehnt sich auf. Also da ist man im Moment am Aussondieren, mit welchen Medien machen wir gemeinsam und welche halten wir außen vor. Weil unter anderem will er ja auch die Presseleute im Weißen Haus zum Teil austauschen, ne, um sich da eher gleichgesinnte Fake Leute News wieder vor die Tür. Ja? Ja, ganz genau. Jetzt dachte man ja immer, mit dem Amt würde er sozusagen selbst auch ein bisschen präsidialer werden, auch was die Wortwahl angeht und was die persönlichen Zielsetzungen angeht, auch für das Land und das Amt. Mhm. Das ist aber leider Nein, nicht so. Ja? Das ist nicht so. Ist diese Hoffnung jetzt völlig obsolet? Ja, oder? Ja, klar. Und ich meine, es ist ja auch ein Stück weit selbsterklärlich, weil also im Amerikanischen haben wir diesen Spruch, don't fix it if it's not broken. Also wenn was nicht kaputt ist, dann reparier es nicht. Und Trump hat ja den ganzen Wahlkampf über völlig seine eigene Schiene gefahren. Und zwar mit dieser sehr aggressiven Sprache unter anderem. Und wieso das auf einmal ändern, wenn er im Präsidentenamt ist? Ja. Der Erfolg gibt ihm ja recht. Also. Glaubst du denn, dass aus diesem Erfolg auch AfD und Konsorten in Deutschland lernen und genau diese harte Linie dann auch so bei uns durchziehen und dass das auch bei uns erfolgreich sein kann?
Ja, sicher. Also bestimmt, also erstens ja, man muss sagen, Trump hat da mit der AfD und anderen rechtspopulistischen Kräften in Europa erstmal eine Vorlage gegeben. Man kann mit seiner Kampagne auch in Europa erfolgreich sein. Bestimmte Dinge werden nicht gut funktionieren. Zum Beispiel haben wir, weil wir stärkere soziale Infrastruktur haben, also viel mehr Systeme zur gegenseitigen Befähigung und Schutz, ne? Also Bildung, Gesundheit und so weiter. Das heißt, ich sag mal, das europäische Kollektiv ist schon ein bisschen gefestigt. Da bestimmte Stories kannst du da nicht fahren. Ne? Zum Beispiel, dass jeder, zum Beispiel Ben Carson jetzt, Trumps neuer Minister für Housing und Development, also zum Beispiel für das Wohnen von armen Menschen, der sagt, Armut ist eine persönliche Entscheidung. Solche Stories kannst du hier nicht fahren in Deutschland, dafür sind wir zu sozial aufgestellt. Aber die ganzen Feindbilder, das Abschotten, Mauer bauen, auch diese Bilder von Blutbad, ne, und auch von der Verunreinigung der Nation und so, das ist natürlich 1:1 übersetzbar. Ja. Inwiefern macht dir das Angst, dass man mit so einer Schiene in so einem Land erfolgreich sein kann und das vielleicht auch an Erfolg in Richtung Europa überschwappt? Na, teils, teils. Also es gibt drei Sachen, die mir bei Trump wirklich ernsthaft Angst machen. Das sind einmal zwei inhaltliche Sachen. Das ist seine Haltung zum Klimawandel und seine geplante Finanzpolitik, was, glaube ich, wirklich massive Auswirkungen haben wird, die wir hier auch stark spüren, die auch so einfach wahrscheinlich nicht wieder reparabel sind. Und das Dritte ist natürlich die Veränderung, ich nenne es mal, des ethischen Gesellschaftsvertrages. Also was ich eben schon meinte, wie hoffähig jetzt ein schlichtes Lügen, alternative Fakten und sowas geworden ist, dieser Umgang damit, das hätte ich nicht gedacht, dass das so schnell geht. Also innerhalb eines Jahres und dann auch so weit greift. Das Positive, ich bin ja immer ein Freund, mit dem Positiven zu schließen, ist, dass man es auch so sehen kann, das ist jetzt für uns und für, wie ich finde, ja eigentlich unsere fortschrittliche Gesellschaft, die viel erreicht hat in den letzten 20, 30 Jahren in vielen Bereichen, ist es eine Art Stresstest. Jetzt zu sehen, ist das wirklich verankert in der Gesellschaft, in der Bevölkerung, in den Leuten. Jetzt kommt ein richtiger Sturm, ein richtig scharfer Wind auf all diese Dinge zu und wir werden in ein paar Jahren sehen, wie stark da sozusagen dieser Prozess oder diese Ideen des Freiheitlichen, des Demokratischen in unserer Gesellschaft auch verankert sind und halten wir das aus. Und ich persönlich glaube tatsächlich ja, auch weil wir hier natürlich eine andere demokratische Form haben. Es wird hier nicht so schnell eine Alleinregierung geben. Und wir haben eine Kanzlerin, Elisabeth, um damit jetzt zu schließen, die, wie ich finde, sehr besonnen reagiert auf das, was passiert und einfach mal cool durchatmet. Ja. Und das sagt ja auch viel über eine Haltung dem gegenüber aus, oder? Also Angela Merkel ist ja auch vom Typ her eher besonnen. Manche sagen, das hat fast so was Phlegmatisches. Das finde ich gar nicht. Sie ist einfach ein ruhiger Typ. Sie guckt sich die Dinge an, sie reagiert ruhig. Sie hat auch nicht so harte Worte in den Mund genommen wie andere Politiker bei uns und auch europaweit. Ne? Wo man muss sich ja auch überlegen, irgendwie müssen wir jetzt erstmal mit Trump. Ne? Und das weiß sie genau, das macht sie gut. Insofern, ich denke, sie ist da schon ihre besonnene Art vollkommen richtig, wird ihr in dieser Interaktion helfen und auch uns helfen. Und darüber hinaus müssen wir schauen, was kommt. Es wird nicht alles so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Ne? Elisabeth Wehling, vielen Dank für den Besuch. Komm gut zurück nach Berkeley und halt für uns da die Stellung. Wir freuen uns, wenn du da bist und uns immer deinen ganz persönlichen Blick auf diese großen Thematiken gibst. Danke dir ganz herzlich.